Ich habe schon mehrere Remedies hier an am Tresen, an der Bar, wollte ich sagen. Ich kann mich nicht entscheiden. Am Tresen, Bartresen. an der, am Bar Tresen gehabt. Und heute ist der Stefan auch dabei. Und wir schauen uns etwas Prost. ganz Besonderes an, nämlich die Special Edition, die 20er Edition. Das und mehr gleich nach dem Intro. Da stellt Stefan sich doch auch vor für die Leute, die ihn noch nie gesehen haben. Aber erst kommt jetzt mal das Intro. Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Sven. Herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Wer ist denn überhaupt dieser Stefan hier neben mir? Schaut auf jeden Fall mal auf YouTube vorbei, denn da gibt es schon mehrere Videos mit Ja, das uns, stimmt, ne? das stimmt. Genau. Eigentlich waren wir heute zum Pizza-Essen verabredet und dann sagt Stefan, wollen wir nicht einfach noch ein Video machen? So, und nun haben wir den Salat, jetzt haben wir hier den Remedy stehen, den habe ich mir nämlich schon da besorgt, weil ich sehr gespannt war. Stefan, stell dich noch mal eben kurz vor, für alle, die dich noch nicht gesehen haben. Die anderen 15 Videos noch nicht kennen Die quasi. anderen, die ganzen anderen Videos nicht kennen. Und sich mal gefragt haben, wer ist der Typ eigentlich halt, der Echt, da kostenlos rumangreift abonniert quasi. endlich den Kanal, damit ihr mal mitkriegt, was hier los ist. Ja, also mein Name ist Stefan. Das haben wir schon gar nicht Das haben wir gezogen. schon geklärt, genau. Perfekt, wunderbar. Ich habe sogar noch zwei Vornamen, die ich nicht verraten Jetzt wird's aber spannend. werde. Ja, und ich bin ein guter Freund, ich würde sagen, ein sehr guter Freund. Wenn nicht sogar der Ja, Beste. ja, ja. Auf jeden Fall, Ja, auf ja. jeden Fall. Von Michael, nein, von Sven natürlich. Und ich bin genauso ein leidenschaftlicher Rumtrinker quasi wie der Sven halt. Und wir haben schon, bevor es den Kanal gab, glaube ich, auch schon so einige Ja. Rums getastet und ein bisschen rumprobiert. Nettes Ja. Wortspiel mal wieder. Und dann natürlich Sven die geniale Idee gehabt, das zu seinem Hobby, bald Vollzeitberuf, was auch immer zu machen halt. Und jetzt werde ich ihn hier an der Bahn nicht mehr los. Was soll ich sagen? Was soll So. ich machen? Also. Und ich habe dann quasi meinen Namen in diesen Stuhl reingeritzt halt. Und von daher sitze ich hier halt und freue mich jedes Mal wieder, wenn ich eingeladen werde und mit dir zusammen was Neues ausprobieren kann. Kommen wir doch direkt zum Rum für alle, die sagen: Oh mein Gott, was reden die ganze Zeit? Ja, Wir wollen, das wir sind interessiert am Remedy. ja, nicht um Stefan. Genau. Wir haben hier die Special Edition. Was siehst du? Also, wir haben hier die Golden 1920s Edition Remedy Spiced. Warum, das haben wir gerade festgestellt, ist Ja. das hier eine Golden Edition? Erzähl du mal. Also erstens, weil wir natürlich das Jahr 2022 haben. Aha. Und wie wir sehr schön, jetzt könnt ihr natürlich nicht lesen, aber wir können es lesen. Established in 1922. Also es ist jetzt genau 100 Jahre her, als dann quasi dieser ursprüngliche Remedy damals halt in der Zeit der Prohibition in Amerika entwickelt wurde, sage ich mal. Ne? Aha, Also von genau. daher deswegen eine Jubiläums-Edition der Form. Was Ja, ich ganz 100 spannend finde. Jahre, 100 genau. Jahre, genau 100 Jahre. richtig. Was ich ganz spannend finde, wir haben schon vorhin darüber philosophiert, warum hier quasi ein Schlitz drin ist. Ich sage, das ist auch perfekt. Oben in der Geschenkedose, ihr seht es gleich eingeblendet, denn jetzt seht ihr gerade die Flasche in der Nahaufnahme und dann kommen wir gleich nochmal auf die Geschenkbox. Die hat tatsächlich oben so einen Schlitz. Wenn wir uns mal die Flasche angucken, wir sehen vorne dieses Remedy Spice da drauf. Und rechts die Schlange, die Medizinschlange. Auf der linken Seite habt ihr eben die Waage gesehen, eine medizinische Waage. Und jetzt seht ihr nochmal in der Nahaufnahme hier unten das auf der Flasche: Established in 1922, once forbidden, now reborn. Das ist Cooler der Spruch. Remedy. Mal eben kurz zusammengefasst, vielleicht die Geschichte vom Remedy für alle, die die Geschichte des eigentlichen Namens noch nicht kennen. Ich werde mal eben erzählen. Mach In du den das bitte. Ja, genau, ja. 1920ern war es in Amerika verboten, Alkohol zu kaufen. Und deswegen hatte ein findiger Apotheker, dessen Namen Frank M. Farrington war, richtig, Farrington, Stefan? ja, genau richtig, Farrington. ja. Stefan sollte sich den Namen merken. Habe ich gemacht. Hat das Dessen vorgegriffen. Name, genau, der hatte die tolle Idee, ein sogenanntes Heilmittel herzustellen und hat sich diese Apothekerflasche genommen und hat ihn mit karibischem Rum gefüllt und das Ganze in seiner Drogerie ins Regal gestellt, hat Remedy draufgeschrieben und hat das Ganze, obwohl es ja verboten war, Alkohol zu verkaufen, als Heilmittel deklariert und damit durfte er es dann anbieten, beziehungsweise er hat es einfach angeboten. Ja, Es war dann, Apotheker. ja, es war dann Klasse. übrigens, der Remedy war sehr bekannt in Amerika und auch in Frankreich.
Da wurde er in dem Moulin Rouge ausgeschenkt und hat dadurch seine Popularität in Europa erhalten. Und die Remedy Spiced, der ist jetzt die 100 Jahre Edition, weil das Ganze 1922 begonnen hat und wir halt jetzt das Jahr 2022 haben. Schaut euch jetzt gleich mal die Geschenkedose an. Die kommt als nächstes Bild, nachdem ihr hier den Aufdruck hinten auf der Flasche seht. Da wird nämlich nochmal alles erklärt, was ich gerade erzählt habe quasi. Allerdings nicht ganz so ausführlich. Und schaut euch mal die Geschenkedose an. Die sieht auch sehr cool aus. Die ist aus schwarzem Karton. Die ist fest. Die macht richtig was her. Und jetzt könnt ihr sie da ja auch sehen. Und was Stefan eben sagen wollte, jetzt sag du ruhig nochmal eben, was ist uns aufgefallen oben an der Dose? Ja, du kriegst ja quasi so gesehen zwei Goodies. Halt einmal den leckeren Rum natürlich. Also da gehe ich zumindest von aus, weil ich die anderen Remedies schon kenne. Und mal vielleicht ein Sparschwein letztendlich. Also, da kann man es ja schön sehen, genau. Schreibt. Um den Schlitz. Also wer noch ein bisschen Geld sparen möchte für den nächsten Rum zum Kaufen, genau. Direkt ein Sparschwein dabei. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, warum hier dieser Schlitz ist. Denn ich gebe Stefan recht, wir haben ja auch vorher den Witz zusammen hier gemacht, das ist bestimmt eine Spardose. Aber der Schlitz ist nicht breit genug für ein 2-Euro-Stück. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also, warum ist hier oben der Schlitz drin? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist wahrscheinlich eine Spardose, wo du danach nur immer einen Euro-Shop einkaufen gehen sollst. Und das Geld raus nur als maximal 1-Euro-Stück. Jetzt wisst ihr, was hier abgeht, wenn die Kamera aus ist. So, die 20s Edition besticht durch zwei Hauptzutaten, die anders ist als bei den anderen Remedies. Wir haben ja einen Remedy Pineapple, wir haben einen Remedy Spiced Rum, einfach die Originalversion sozusagen. Und dann haben wir noch Elixier. Das Elixier. Mhm. Und das ist deutlich süßer dann. Elixier deshalb, weil es halt nur ein Likör ist quasi. Und also sehr wenig Alkohol hat im Verhältnis zu allen anderen. Wobei auch hier stand, dass er mild sein würde wegen des reduzierten Alkohols. Und dann haben wir festgestellt, ja, er hat 41,5%. Inwiefern ist das reduziert, habe ich mich gefragt. Und du dich auch, ne? Ich sage so, okay, 40% ist ja so der Normalfall, sage ich mal, bei normalen Rum. Aber 41,5 ist schon eine Nummer mehr. Das ist eine Hausnummer eigentlich. So, ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe die zwei Zutaten, die Hauptzutaten schon erwähnt, aber ich habe noch nicht gesagt, welche es sind. Doch, das riecht man gar nicht. Das riecht man sofort, ja, ne? Ich meine, da muss man kein Profi sein, das riecht man sofort. Auch sehr schön mal so als Anekdote, ich meine, weiß nicht, ob das Video geguckt wird, aber zur Weihnachtszeit natürlich sehr, sehr lecker, sehr intensiv. Darf ich mal sagen, was ich rieche? Bitte. Also, man merkt sofort Vanille und Zimt. Das sind so zwei der definitiv Bestandteile, die man wirklich sehr, sehr schön rausriecht. Riecht sehr gut, mag ich gerne. Mhm. Und dann eine fruchtige Note. Mhm. Eine sehr fruchtige Note nach Orange, eindeutig. Ja, Orange auch. Ja. Also Zitrusfrüchte, vielleicht sogar ein bisschen, obwohl doch, das ist so diese kandierte Orange. Kennst du Orange getrocknet und dann mit Zucker kandiert? Ja, das mag ich im Vergleich zu dem Orangeat, was ich nicht mag. Ja. Aber das mag ich, ja, diese kandierten. So, und so riecht das hier tatsächlich. Wow, das ist geil. Und ein bisschen Schokolade rieche ich raus, finde ich. Und ja? Wo sagt man was Dunkles drin noch so ein bisschen, dunkle Schokolade. Genau, und was du sagtest, die Vanille, ich hätte fast gesagt Tonkabohne wegen der zusätzlichen Würze, die dabei ist, aber das kommt, glaube ich, durch den karibischen Rum, der hier drin ist. Da sind drei verschiedene, Panama ist drin, hatte ich gesagt, ne? Barbados und Trinidad Tobago. Mhm. Und das riecht würzig, also wirklich auffallend würzig. Der ist lecker. Riecht also, gespannt. Riecht lecker. Riecht ich lecker, bin gespannt. Spannend. Ich bin gespannt. Lass uns anstoßen. Mal lieber, Achtung, Mikrofon hier. Ping! Prost. Prost. Hm. Der ist sehr mild. Ja. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was Sie mit dem Alkohol meinten. Ja. Den schmeckst du nicht raus. Nee. Naja gut, also schmeckt schon nach Alkohol, ne? Aber schmeckt wie Orangensaft. Ja. Ohne Alkohol. Wirklich, oder? Nein, das ist wirklich, ja. Der ist total. Also, was mir auffällt, möchtest du sagen, was dir auffällt? Was mir, dann fange ich an, während du noch überlegst, ob du sagen möchtest, was mir auffällt, ist, der ist relativ trocken, oder? So, also Orange habe ich. Ich habe so diese Orangenzeste, so eine bittere Orange quasi. Und dann eher so ein trockenes Mundgefühl durch Zimt oder so und Holz. Irgendwie so
Der schmeckt sehr trocken. Sehr trocken. Das hat auch, also vom Geruch wirklich, das erste Zimt. Vanille, Zimt. Hm. Und das erste, was ich dachte, beim Schmecken eben gerade, war Orange. Ja. Das erste war, was ich erst geschmeckt habe, Orange. Genau. Und dann so eine Zimt-Challenge hinterher. Und wenn du jetzt riechst, was riechst du als erstes? Ja, natürlich jetzt wieder mehr Orange halten, ne, oder? Und ich rieche auch den Zimt als erstes. Zimt, ja. Ich. Aber die Vanillenote, wenn du geschmeckt hast erstmal, ist sie ein bisschen im Hintergrund? Die, tatsächlich, die ist so im Hintergrund, genau, ja. Aber Zimt definitiv und Orange. Und der ist total mild. Der sticht auch nicht irgendwie mega heraus. Der ist einfach nur so orangig, zimtig, trocken. Ja. Ne? Und geht sehr gut runter. Ja, also Vanille ist im Geschmack auch dabei, auf jeden Fall. Aber das sind so die R3 und danach Vanille, finde ich. Ja, ein sehr spannender Rum. Also sehr spannender Rum. Ich habe bisher, ich glaube, noch nie oder ganz, ganz selten einen Rum gehabt, wo so ein Zimtgeschmack dabei gewesen ist. Wir hatten schon alles Toffee, wir hatten. Was gab es noch? Popcorn, genau. Also alles möglich. Aber so richtig mit Zimt ist selten. Definierbaren Zimtnote ist wirklich seltener. Ja, ist tatsächlich selten. Das, Stefan, Fazit zu dieser Flasche. Erzähl. Zum Design? Ganz spontan quasi. Ich habe Stefan nicht darauf vorbereitet, dass er jetzt ein Fazit ziehen soll. Also deswegen ist es super authentisch, weil. Erzähl. Fazit. Weil er keine Ahnung hat. Weil du völlig überrascht bist, was du jetzt sagen sollst. Also meinst du jetzt die Flasche, das Layout oder meinst du den Inhalt? Oder beides? Zu dem heutigen Abend und diesem Rum quasi. Nur zu diesem Rum, bitte. Also Flaschen finde ich cool. Okay. Ich mag diese, ich finde das mal sehr edel, mit Schwarz, mit Gold abgesetzt halt. Das macht richtig was her. Das ist die schönste Flasche von allen, finde ich. Ja, die macht was her, wirklich. Finde ich sehr, sehr schön. Natürlich die klassischen Emblems, sage ich mal, von Remedy. Aber auch eben gerade um dieses Golden 90-20s Edition quasi. Mhm. Den Spruch finde ich immer noch genial. Ne, diesen Once Forbidden, Now Reborn. Now Reborn, ja. Also sehr schön. Ich mag die Apothekerflaschen sehr gerne. Mhm. Die finde ich immer sehr, sehr gut. Das hast du auch damals schon gesagt. Genau. Das und stimmt. Ich mag es auch gerne, wenn oben wirklich so ein Holzkorken, also nicht ein Holzkorken, sondern Holz mit einem Korken dran macht quasi. Was her. Ja. Das macht auch was her. Ja. Als wenn das nur aus Plastik ist oder... Das finde ich passt auch zu dem ganzen Gesamteindruck mit der Dose in Kombination. Ja. Auch zu verschenken sehr schön. Und jetzt zum Inhalt direkt nochmal halt. Ist definitiv ein Rum, den ich mir kaufen würde. Definitiv. Ja. Ist gar nicht so teuer tatsächlich und ist aber eine Sonderedition. Also je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, fragt euch, wie gesagt, warum ihr den Kanal nicht abonniert habt und deswegen erst ein Jahr später dieses Video schaut und schon ist die Sonderedition weg. Ist auf jeden Fall eine Sonderedition halt zum 100-jährigen Geburtstag. Ich finde auch, das ist der leckerste Remedy tatsächlich von allen für mich, finde ich. Ich mag auch dieses Orange-Flavor sehr gerne. Ich trinke auch gerne Cointreau. Cointreau ist aber deutlich orangiger und deutlich viel schärfer als der hier. Und trotzdem tut dem Remedy das halt gut, dass er genau diese, also meinen Geschmack trifft durch diese Orange. Gerade auch dieses bittere Orange, diese Orangenzeste quasi, diese Schale, so danach schmeckt das halt. Ne? Und finde ich sehr spannend, finde ich gut. Ist ein schöner Rum, ist mein Fazit. Ich muss mal eins sagen, wenn ich das erzählen darf, aber den Original Remedy, das ist der klassische, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, hier noch welchen Zusatz. Remedy Spiced. Spiced Rum, genau. Ja. Ist für mich persönlich einer der besten Rums zum Mischen mit Cola zum Beispiel halt. Mhm. Wenn man sowas sagen darf, man. Ja, darf man. Aber ist so, also, weil der Hersteller tatsächlich selber übrigens auch ihn als Cocktail Rum verkauft und sogar empfiehlt, ihn zum Beispiel mit Cola und auf Eis zu trinken. Ansonsten würde ich aber jedem empfehlen, natürlich den Rum erstmal so zu genießen, damit man weiß, wie denn dieser Grundstoff überhaupt schmeckt, den man dann mischt. Aber klar, darfst du eine Cola? Ja. Aber sehr lecker zu mischen. Den wiederum, das wäre mir dann vom Geschmack her von Nuance einfach zu schade. Also den würde ich dann wirklich eher pur trinken, während ich den klassischen Remedy auch schon gerne mische. Das mal so mal eben zum Abschluss. Ist, also den sollte man auf jeden Fall pur trinken, finde ich auch, um echt mal den Geschmack festzustellen, quasi das Aroma festzustellen. Schön! Ja, mein Lieber.
Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du mich noch rumgekriegt hast, ein Video aufzunehmen heute. Rumgekriegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war euch zu Anfang nicht zu albern. Aber dann abonniert andere Kanäle. Dann abonniert Rumtastisch nicht. Das passiert hier halt mal so. Und wir haben wieder diesen Spaß beim Aufnehmen. Also, mein Lieber, ich habe überhaupt nichts mehr drin. Ich habe nur eine kleine Pfütze. Also, für mich reicht es noch. Nachfüllen. Und währenddessen sage ich euch, haltet die Livestreams im Auge. Schaut auf rumtastisch.de/live vorbei. Da bin ich dann immer mal wieder, vielleicht ist Stefan hier einfach mal live dabei, wer weiß. Bestimmt, irgendwann mal. Stimmt. Und was wächst, haben wir 2022, ne? Bis dahin. Ping, nochmal, direkt vor dem Mikrofon. Ihr Lieben, bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit und nüchtern bleiben. Prost. Prost.